Hallo und willkommen zurück in der Alpha 20 von 7 Days to Die. Ich bin noch mitten in der Stadt auf meiner aktuellen Base. Keine Ahnung, ob ich hier bleiben werde. Ich bin in einer neuen Aufnahmesession. Und ich muss mir erstmal wieder zurechtfinden. Wo habe ich eigentlich was gelassen? Irgendwo habe ich Zeugs für einen Händler gelassen. Das würde ich mir jetzt mal schnappen wollen. Hier ist es. Und damit rüber zur Jen gucken, um zu schauen, was hat die, und meine Aufgabe abzugeben, mir eine neue zu holen. Denn Aufgabe aktuell ist, zurück zum Händler, rede mit dem Händler. So, wir haben hier übrigens unsere Schmiede. Sehr cool, dass ich die schon habe. Ich brauche einen schnellen Abgang. Der ist eher an der Seite, ne? Gut, nehme ich hier die offizielle Leiter. Es ist 16.40 Uhr gleich. Oh, ich hänge fest. Verdammt. Ihr wisst schon. Verdammter Mist. So, und auf dem Weg wollte ich mal gucken. Ich wollte hier mal eben so querfeld einlaufen. Und ein Häschen. Ein Häschen. Wisch ich dich? Wo bist du hin? Das war jetzt nicht so glorreich, aber am Ende habe ich ihn geholt. Und wir haben in den letzten Folgen ja schon gelernt, alles mitnehmen, was geht, was essbar ist. Nicht ganz so easy hier in der Alpha 20, wie es in der 19 noch war. So, gleich mal nachladen, weil das Nachladen dauert ja nun mal ewig. Mit dem Gerät hier. Ach, guck mal, hier kann ich ja auch gleich nochmal schauen. Was gibt's denn hier? Gibt's hier coole Sachen? Am Anfang ist immer noch alles cool, ne? Noch ein Knochen. Warte mal, was habe ich denn eigentlich alles eingepackt? Ich habe gar nicht mehr entladen. So, ich habe ja aktuell hier so eine Wrench dabei. Nehmen wir das doch gleich mal auseinander hier, das gute Stück. Ist ja eh nichts drin. Kann also auch nichts wieder spawnen. So, weiter geht's. Ich denke, ich werde für Essen tatsächlich mal hier in die normalen Häuser gucken müssen. Nach Ladelag. Da komme ich wohl nicht dran rum, dran vorbei. Das ist Militär. Okay. Da vorne steht auch jemand. Ja, okay, das mit dem Bogenschießen ist noch nicht wieder meins. Sag mal, der war doch jetzt aber gar nicht schlecht. Na komm, gehe ich näher ran. Üben wir erstmal so. Ja, wenn man zuletzt dann doch schon wieder so viel mit der Waffe geschossen hat, also nicht den Bogen, sondern Schusswaffe, ist man da erstaunlich schnell raus. So, heute habe ich aber tatsächlich mehr Nachladelags als gestern. Gestern habe ich auch aufgenommen, die ersten Folgen. Und heute ist es doch schon ein anderer Schnack hier. Guck mal, da kommt noch ein Hühnchen, bevor ich das wieder verpasse. Da geht es jetzt mal kurz hinterher. Wo ist es hin? Da. Mache ich das lieber so. Sicher ist sicher. Boah, Hühnchen, gleich Fleisch, gleich Federn. Sehr gut. Schön, schön. Und ich bin schon wieder völlig überladen. Wo sind denn die Federn, Federn, Federn? Da sind die Federn. Die können wir nämlich gleich hier ummuddeln. Weil ich denke, Pfeile werde ich ohne Ende brauchen. Hier durchgucken, mit durch die Farm. Kleiner Blick rein. Erstmal zu Jen. Abgeben. Was? Oh oh. Oh oh. Nee.
Lass mich in Ruhe. Du hast mir wehgetan, Mann. Blödes Schwein. Du blödes Schwein. Du hast mir wehgetan. YouTube-Algorithmus, ich spreche wirklich mit einem Schwein. So, aber da kommt gut was raus. Das ist gut. Nice. So. Da hat sich das erledigt mit dem lange Schnellrennen hier. Ja, du bist verletzt. Ich weiß, ich weiß. Aber krieg dich ein. So schlimm ist es auch nicht. Das Schweinchen hätte dir auch das Bein brechen können. Hat es aber nicht. So. Lilly, nee, nicht Lilly, Jen. Hallo, Jen. So, gezähnte Klinge-Mod oder strukturelle Klammer-Mod. 10% Chance, mit einem gewöhnlichen Angriff eine blutende Wunde zu verursachen. Oder diese Modifikation für Nahkampfwaffen und Werkzeuge verringert die Abnutzung. Ich nehme die Abnutzung. Möchte dein Inventar sehen und dir ein paar Bücher verkaufen. Plus ein bisschen Geld. Und noch ein Buch. So, das soll es erstmal gewesen sein. Hast du Bücher oder Saatgut? Weil ich glaube, Saatgut ist etwas, was hier Gold wert ist. Das natürlich auch, das Maschinengewehr. Aber das hilft mir jetzt erstmal herzlich wenig. Du hast Heidelbeeren und Pilze, die könnte ich, wenn ich, habe ich aber nicht, die Rezepte hätte, könnte ich daraus Saatgut machen. Habe ich leider nicht. Was hast du denn hier noch im Geheimvorrat? Motorradfahrwerk für 9000. Bücher, Technikfreak, Band 4. Was kann der? Robotik, Geschützturm, Patronen. Aha. Okay. 44er Magnum. Der Schlagmann. Kräftige Angriffe gegen Beine verlangsamen Gegner. High Noon. Holzsplitter-Mod. Die ist tatsächlich ganz interessant, muss ich sagen. So viel hätte ich auch. Ich nehme die mal mit. Ich nehme die mit. Und die kommt direkt hier rein. Zack, abschließen. Fürs Holzhacken. Sehr schön. Achso, Moment, Moment. Jen, hast du Aufgaben? Die sind alle schon, gar nicht so weit weg. 157 Meter. Ja, ich, I need some work. Sehr schön, ist auch Richtung Stadt wieder. Wunderbar. Oh, die Tür muss noch zu. Du bist hungrig. Deine maximale Ausdauer wurde vermindert. Toll. Snake, freue mich, danke. Regen, super, schön. Boah, duster. Bin mir nicht sicher, wie dunkel das jetzt in der Aufnahme ist. Ich gehe mal kurz in die Optionen, schaue mir die Helligkeit an. Helligkeit können wir mal auf... Ich gehe mal auf 70 hoch. Ich sehe das so ein bisschen in der Aufnahme. Software. So, jetzt müsste es ein Ticken besser sein, weil das erschien mir gerade doch schon sehr dunkel. Mal reingucken hier. Bitte was zu essen, bitte was zu essen, bitte. Ein Sandwich. Ein altes, ekliges Sandwich. Aber Gefahr von Durchfall 12%. Ich weiß ja nicht. Da ist noch ein Schwein. Oh. Was ging daneben? Das nicht. Wären hier Zombies, müssten die mich gehört haben, oder? Komm ich da ran? Nein. Gut, muss ich runter. Immer her damit, immer her damit. 19.30 Uhr. Also ich bin schon zweimal draufgegangen. Wir haben Tag 3. Und ich spiele... jetzt nicht auf einer hohen Schwierigkeitsstufe. Ist mir fast unangenehm, also muss ich sagen.
Zerstörte Werkbank. Da ist Eisen drin. Schuhwerk. Hier irgendwas drin? Nee. Hier gehen überall Leitern hoch. Gehen wir mal gucken. Die Scheune kenne ich noch nicht. Was geht denn hier ab? Da ist die kaputte Leiter. Hier muss irgendwas hinter sein. Hinter oder drunter? Oder drüber? Da hinten ist eine Kiste auf jeden Fall. Setz mir den mal. Ich habe keine Lust, da durchzurauschen. Ich dachte... Habe ich dich erwischt? Nee, da oben bist du. Ich dachte mir doch, dass das hier einbrechen wird. Deswegen bin ich da schnell durchgerasselt. Und durchgeschossen. So, sehr gut. Waffentasche. Viele Bauteile und ein bisschen 9mm. 9mm tut mir gut. Ist die offen? Die ist offen, muss ich gar nicht gegenhauen. Yeah, cool, Farbe. Drop. Ihr wisst, ich stehe nicht so auf Farbe, wenn ihr mir schon nach 19 ein bisschen zugeguckt habt. Außer ich suche mir jetzt halt eine aus. Ich denke mal, schwarz-grün, sowas in der Richtung ist okay. Aber ist hier auch noch was drunter versteckt? Boah, das dauert ja ewig. Also, ich sehe da irgendwie nichts. Ich glaube, die kann ich gleich wieder fallen lassen. Ist da hinten noch was? Das sieht so aus. Oder? Nee. Ist nix. Das hat getäuscht, aber da oben sehe ich noch Dosen. Dosen gleich Essen, gleich gut, gleich lecker. Und so ein Zuppler hier. Einer von euch in Form von Feral mit schönen leuchtenden Augen hat mich platt gemacht. Und das war nicht okay. Sag mal. Geht doch. Oh geil, Katzenfutter. Lecker, 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 lecker. Benutzen. Die behalte ich allerdings. Wer weiß, vielleicht kann ich da doch nochmal was draus craften. Hier ist nichts. Schade. Immerhin, der Regen ist weg. Hier ist nur ein Vogelnest. Uhr. Sollte ich hier rein? So schnell bin ich wahrscheinlich nicht, ne? Ich würde, glaube ich, drauf gehen. Ich habe nur 51 Leben. Ich könnte eine Bandage verwenden. Ja, okay. Aber es wäre ja irgendwie auch verschwendet. Ohne Batterie. Außerdem bin ich fast voll. Ich benutze trotzdem mal eine. Mal gucken, ob das dennoch funktioniert. Und ich nehme hier nochmal den Mais mit. Der ist schon tot. Vögelchen. Leute, ich brauche Eier und ich brauche einen Kochtopf. Also ich muss eigentlich jetzt demnächst mal in so ein Haus da rein. Aber jetzt bin ich gerade so überladen, dass ich, glaube ich, doch erstmal kurz ausladen gehe. Bis ich da bin, ist 22 Uhr, würde ich sagen. Außerdem kann ich mir da eine Schiene verpassen. Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob die hilft. Ich glaube, es verstaucht, oder? Was habe ich? Ich bin hungrig, habe ein verstauchtes Bein. Verstaucht, langsamer, Zeit zum Heilen, Springen, Sprinten, verzögert, kritischen Schaden. Oh, kritische Treffer zu einem gebrochenen Bein. Hm. Und meine maximale Gesundheit ist verringert. Also ich darf nicht sprinten um 21.10 Uhr. Toll. Ganz toll. Ich muss sprinten. Dann dauert das halt länger. Kann ich jetzt nicht ändern. So, in diesen Meltdowns, da muss es doch auch irgendwie noch mehr geben. Und in dem Haus da auch. Also, hier muss mehr zu holen sein. Ich habe auch noch den Working Stiff Tools vor der Nase. Und auf dem Programm. Will ich auch noch rein. Tür ist verschlossen. Ich sehe aber Shem
Gut. Warum benutze ich denn die, wenn ich die habe? Ja, sauber. Her damit. Versiegelt. Na klar, muss ich einmal aufschlagen. Mein Fehler. Nochmal Katzenfutter. Nochmal direkt benutzen. Hier ist nichts drin. In den Regalen ist auch nichts. Was haben wir hier oben? Ich bin zu gehemmt hier. Was haben wir hier? Hallo? Oh. Achso, dann bin ich wieder hier. Okay, alles klar. Ah, hier ist noch alles fein. Und da wohnt eine Krankenschwester. Ich habe mir erst gedacht, dass du dahinter bist. Deswegen, ne? Mich foppst du nicht. Ich muss da mal ans Klo. Wasser. Kriege ich nicht mit. Kann da aber auch raus. Medizin. Schmerztabletten. Hilft mir das? Gesundheitsschadensvermeidung. Betäubungswiderstand. Wasser. Nicht gut. Nix gut. 21,52. Na gut, laufe ich erstmal eben rüber. Weil mit der Geschwindigkeit bin ich definitiv eine leichte Beute, würde ich mal behaupten. Geladen. Ach, die ist nachgeladen. Fantastisch. Ich nehme mal die Pistole in die Hand. Man weiß ja nie, wer hier auf einen wartet. So, Quest ist da hinten. Abholen ist die Aufgabe. Das sollten wir wohl hinbekommen. Hallo? Ist da wer? Ach so. Das ist nur mein Bauch. Gibt's so einen schönen Kinderfilm? Mein Bäuchlein spricht mit mir. Ach Gott, bin ich langsam. Das hier ist ja grauenvoll. Jottach, Jottach, Jott. So ein schöner kleiner Ausflug nochmal. Gleich mal kurz Resümee ziehen hier, was uns das gebracht hat. Komme ich da jetzt überhaupt hoch mit meinem Bein? Ja. Aber wenn ich da hochkomme, kommen ja auch die Zombies hoch, oder? Und ich habe gelernt, diese Klappe wird mich nicht schützen. In der 22 scheinen die Zombies in gehockter Position dadurch zu können. Bin gespannt. Ich hoffe nicht. Es wird sich zeigen. Mensch, sagt doch, dass ich hier Rüstung mit mir rumtrage. Die lege ich gleich erstmal an. Das hier zerlege ich. Und diese wunderbaren Schuhe, die sind echt schön, ne? Aber ich werde die nicht anziehen. Also kommen die auch weg. So. Was haben wir denn so alles? Bisschen altes Essen hatte ich dabei, bisschen frisches Essen hatte ich dabei. Habe ich aber irgendwie gar nicht realisiert und nicht gegessen. Also benutze ich erstmal das alte Essen. Auch wenn es Wasser kostet. So viel Wasser habe ich noch gar nicht, ne? Trinken aber mal einen Schluck hier. Das zerlege ich. Daraus machen wir gleich Steinpfeile. Und ein Ei. Ein Ei, 80 Wildbret, okay. Und Kürbis. Kürbis und Blaubeere. Die behalte ich aber erstmal in der Hoffnung, dass ich daraus dann hoffentlich relativ schnell, genau wie den Mais, Saatgut machen kann und mir was anbauen kann. Aber mal gucken. Ja. Rainer, Matthias, Cryex, Jules. Ihr wart in der 19er schon die ganze Zeit mit dabei. Ich hab's mit Bären, oder? Was ist es mit den Bären und mir? Haben andere auch so viele Bären in Seven Days to Die? Ich zieh die magisch an. Jetzt mach doch nicht das Auto kaputt. Das hat überhaupt nichts getan. Das kann nichts dafür. Da wäre natürlich jede Menge Fleisch drin, ne? Aber ich will jetzt nicht die restliche Munition dafür verballern, den Bären von hier oben
niederzumachen, dann habe ich keine Munition mehr, würde ich meinen, und muss immer noch Pfeile verwenden. Wie viele Pfeile habe ich? 183. Wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, da brauche ich schon so ein paar von den Steinpfeilen. Ach komm, was soll's. Wir versuchen's. Wenn mich denn treffen würde und ihn auf mich aufmerksam machen würde. Jetzt! Ich darf nur nicht runterrauschen. Ja, ich bin hier. Mein Freund. Genau. Nicht ums Eck. Komm zurück. Bin hier hinten. Wo bist du denn? Der versucht jetzt nicht an die Leiter ranzukommen, oder? Ich muss mal ein bisschen ausladen. Der, ich krieg den ja gar nicht mit. Das gehört dahin. Ich mach das mal eben so. Ta-ta-ta. Sortieren kann ich später. Ja, ich benutze, mach das gerade einzeln, weil ich so ein paar Sachen halt im Inventar behalten will und nicht alles da rein donnern möchte. So. Jetzt bin ich ein bisschen schneller. Bist du hier? Bist du drin? Kommst du die Treppe hoch? Naja, auf jeden Fall wird er wohl nicht verschwinden jetzt. Der dürfte jetzt unter mir wohnen. Auch cool. Digi, wo bist du denn? Da. In der Ecke. Ja, da komme ich doch gar nicht an dich ran. Oh, jetzt nicht runterrauschen. Das wäre schlecht. Du bist drin. Okay, drin am Fenster. Ja gut, okay. Da wirst du... Ah, doch, da kommt er. Da kommt er. Da steckt er den Kopf aus dem Fenster und ist so dick und hängt fest. Oh, und ich wäre fast runtergefallen. Vor Aufregung. Zeig dich. Meister Petz. Zeig dich. Ist jetzt blöd. Das ist jetzt doof gelaufen. Ich dachte, der bleibt hier an der Seite und ich könnte den dann von hier einfach wegmachen. Aber ich möchte auch nicht runter und mich da mit dem anlegen, weil das ist anfangs immer so eine Sache, ne? Na gut. Ich meine, ich muss eh irgendwann runter, aber wenn wir schon Tiere hier haben. Hit. Hit. Ha. Immerhin das hat geklappt. Nur komme ich da jetzt nicht ran. Oh, oh, guck mal, da ist er. Da ist er. Bleib schön draußen, mein Freund. Ja, jetzt gebe ich es dir einfach in den Rücken. Sonst haust du ja wieder ab. Und dann in den Hintern noch einen und noch einen. Du, dein Hundefreund da, dein Wolfsfreund, den habe ich mit 2 Pfeilen erwischt. Oh, und dich treffe ich nicht mal mit 2 Pfeilen. Nicht mal in den Hintern. Nicht wackeln jetzt. Ich hätte gern deinen Kopf gesehen. Ah, wenn ich den jetzt down kriegen sollte, kann ich runter und dann kann ich den Wolf und den Bären auseinandernehmen. Na, komm, Bogen. Er lädt immer nicht nach, wie er soll. Meister Pets. Ich bin hier. Ich bin leichte Beute. Komm raus. Da keinen Bock drauf. Ich frag mich, wenn ich unten reingehe, da ist ja so eine Fensterscheibe. Ob es Sinn ergibt, da durchzuschießen. Bist du schon wieder draußen? Nee. Ich höre ihn auch nicht. Ist mehr in die Richtung, ne? Ah, warte. Ich hab dich gehört. Ich bin hier.
Da bist du. Stopp! Nicht rein. Bleib hier. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt muss der Bogen nur noch nachladen, wie er soll. Stopp. Nicht durchs Loch. Na. Den kriegen wir. Den kriegen wir. Endlich mal ein Kopftreffer. Noch einer. Sag mal. Was hältst du aus? Ich muss zu dem Shotgun Messiah. Da gibt's bestimmt cooles Zeugs, das mir jetzt helfen würde. Boah. Das ist müßig mit dir. Hat er den abgewehrt, den Pfeil? Oh, down, 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 down. Schring, 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 schring. Ab nach unten. Erstmal den hier einsammeln. Was warst du denn? Du ein Hund oder ein Wolf? Sehe ich gerade so schlecht. Gegenstand muss repariert werden. Das ist jetzt ein Witz. Aber geht ja. Ich habe ja Knochen eingesammelt. Also alles gut. Schön. Also tut mir natürlich leid um die Tierchen. Überhaupt keine Frage. Mache ich ungern, aber... Oh, da habe ich richtig Pfeile zurückbekommen. In diesem Fall hätten die mich ja beide platt gemacht, wäre ich unten gewesen. Also, ich war einfach schneller. Sorry. Außerdem habe ich Hunger, wie ihr seht. Und wenn ich jetzt noch einen Topf finde und noch mehr Eier, dann kann ich schön Bacon and Eggs machen. Coole Sache. Dann hat sich die Nacht ja doch noch gelohnt. Wie viel haben wir jetzt? 75 Wildbret nochmal on top. Oben habe ich schon welches liegen. Und da hinten ist ein Huhn. War da ein Huhn? Habe ich das richtig gesehen? Nein, ich habe mich verguckt. Okay, ich sehe schon Gespenster. Naja. Okido. So, wir sind schon bei 28 Minuten. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen da, vielleicht einen Kommentar und gerne auch ein Follow. Freue ich mich sehr drüber, hilft dem Kanal. In der nächsten Runde schauen wir, dass wir wahrscheinlich, entweder gehen wir die Aufgabe an oder wir gucken gegenüber mal den Working Stiff Tools Laden. Das ist ja auch naheliegend, da mal reinzuschauen. Und dann die Runde zu drehen über die Aufgabe zum Händler zurück. In der Hoffnung, dass sich was Essbares bietet. Und noch mehr 9mm. Weil die geht mir langsam aus. Also, dank euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.